Uiuiui. Herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus. Wir haben uns tatsächlich dann hier doch durchgeschlagen. Mit den... Dann können wir hier raus? Ich vermute nicht, ne? Naja, warum auch immer. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir sind richtig. Scheinbar. So. Scheinbar müssen wir hier irgendwie einen Mechanismus betätigen, dass wir das Tor aufkriegen. Ist nur mal meine Vermutung. Eine Chemikalie. Wir haben ja Ruhe gerade. Ah, hier. Perfekto. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. So. Und hüpf. Und hüpf. Komm, jetzt muss ich runterfallen. Aber. Und das Tor ist offen. Wunderbar. Ich dachte mir schon, nein. Nicht irgendwie jetzt ein komisches Viech noch. Aber scheinbar nicht. Okay. Wir haben jetzt Ruhe. Wie gesagt, ich habe ja die Dinger, die ganzen Banditen und Pirater auch immer geholt. Wie gesagt, wir haben sie einfach angegriffen. Hey. Sie haben eigentlich schon von uns her angegriffen. Also habe ich mich eigentlich nur ein bisschen... ja. Meinst du auch richtig? Ja. Du bist hier dann auf das Meer, ne? Wir müssen hier rechts raus irgendwo. Ich habe jetzt nicht den offensichtlichen Weg gewählt. Warte mal. Ich bin jetzt hier einfach reingefahren. Die Frage ist, ob wir... Muss ich irgendeine Möglichkeit geben, rauszukommen oder nicht? Ich mal die Maske wieder an. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht alleine sind. Hm, super. Ah. Was war damit? Hm, shit. Okay. Welch eine Überraschung, dass das nicht auf Anhieb funktioniert. Chemikalien mit. Oh, das sind irgendwelche.
sind irgendwelche Dings gewesen. Zu helle. Jetzt müssen wir hin. Also die richtige Entscheidung. Der richtige Weg zumindest. So, jetzt könnte ich die Dampfer wieder ausmachen. Oh nein, bitte nicht. Ich hatte. Fuck du. Au, hab von mir. Mein Gott! Ich hätte eine andere Vermutung gerade. Ich musste gerade mal komplett irgendwo hin. Mit dem scheiß Boot hier. Oder bin ich hier falsch überhaupt? Nee. Verdammt, ich bin da quasi nur zurückgegangen. Scheiße. Haar von mir. Ja, ja, haut doch mal Farbe von mir. Kleine Mistviecher. Boah, Alter. Nein! Ich hoffe, das gehört zur Story. Nein, das gehört nicht zur Story. Mann, ich hatte keinen Filter mehr.
hatte auch keine Zeit, mich mehr umzugucken, alles um und um. Na super, ey. Jetzt habe ich das blöde Gefühl, dass ich wieder da nehme. Statik, kannst du mich da so angreifen? Ja, geil. So. Ich will hier mal weiterkommen irgendwie in die Story. Wieso, richtig? Gar nichts geht hier gerade, ne? Da müssen wir diese komischen Viecher hier rumrennen. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, und ich komme nicht hoch, oder was?
Ich krieg den Filter nicht drauf. Es kotzt mich gerade an. Ich kann nicht. Ich weiß nicht gerade richtig, wie es weitergeht, ne? Hört mir gerade nur noch verreckt, der Typ, ey. Ich weiß gerade echt nicht, wie es weitergeht. So, das ist das Problem an den Sachen. Also ich weiß nicht, was mit diesem LKW hier zu tun. Ich habe keine Filter mehr, fackt ihr euch doch! Fuck mich nicht ab damit jetzt gerade! Ja, ich steppe jetzt hier wieder. Das war's. Oh Mann! Ich habe keine Ahnung, ich verraff es gerade nicht. Weiter geht die Kacke. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine gewisse Zeit von dem scheiß Filter und ich kriege diesen scheiß Strom nicht an. Die Viecher haben mich nicht jetzt nämlich angegriffen und ich sie. Das irgendwie das Gefühl, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie ich da weiterkomme gerade. Das irgendwie nervt mich das gerade. Ich komme nicht weiter.
Das ist mir egal. Das ist jetzt viel zu spät. Oder? Ey, die hängen diese Viecher so am Sack, ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Boah, leck mich doch. Nerv mich doch nicht alle gleichzeitig, ey. Ja, sterben mal wieder. Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll, Mann. Ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll, Mann. Es nervt mich gerade. Ja, dann verreck einfach. Meine Güte, ey. Och Mann, ey, ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Wenn mich diese Viecher die ganze Zeit abfacken, und zwar übelst abfacken. Und dann die ganze Zeit die Strahlung und so. Ich habe keine Ahnung, ich setze das Ding einmal ab und nö, kannst du nicht nutzen. Sorry, Leute, ey. Also offiziell müssen wir hier irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung, was. Ah, geh mir nicht auf den Sack, Mann! Ich kann eh nichts machen. Ich kann eh nichts machen, weil ich... Ach, was soll ich machen? Mann, wo soll ich hier hin? Ja, verreck, ist egal. Ich hab keinen Bock mehr.